Moin Leute und willkommen zurück zu Deliver Us the Moon. In der letzten Folge waren wir ja hier in diesem Bereich des Reaktors noch angekommen. Ich habe auch mich noch mal ein bisschen umgesehen, aber keine weitere Ente gefunden. Vielleicht kommt das noch, aber ich denke mal schon, dass man die auf jeden Fall finden kann. Ach, no way, eine Röntgenlinse? Ach so, das ist hier nur beschrieben, was was ist. Okay, ich wollte gerade sagen. Das hatten wir ja alles soweit. Ich weiß nicht, die konnte man ja aufsammeln, die Ente. Aber ja, da habe ich jetzt weiter keinen Zugriff drauf. Lager verschlossen, ja, dann mach mal die Türen auf. Ja, alle Helium-3-Kanister zum Transport ausgetragen. Kanister C5 für Reparatur markiert. Suche im Hangar der Einschienenbahn nach Helium-3. So, hier ist überall dicht. Guck mal, die sind alle leer, Also leer im Sinne von, da sind so eine Transportkörper nicht drin. Da oben ist einer rot, der ist denn vielleicht leer oder kaputt, keine Ahnung. Leere Helium-3-Behälter, okay, sie sind leer. Im Laufe der Jahre wurden inoffiziell geringe Mengen an Helium-3 aus der Tombau-Anlage an einen unbekannten Ort gebracht. Langsam aber stetig sammelte der Lunarrat eine beträchtliche Menge an Helium-3, um Treibstoff für die Outward-Reise zu haben. Als Tombau evakuiert wurde und MacArthur die Ausrichtung des MPT in der Copernicus-Mondzentrale änderte, was zum Blackout führte, blieb nur eine geringe Menge an Helium-3 im Reaktor übrig. Wären Sarah und Isaac nicht gewesen, als das Helium-3 zur Neige ging, hätte der Reaktor einen dauerhaften und irreparablen Schaden erlitten. Gut, die sind leer. Einschienenbahnstation. Ja, moin. Okay, hier ist zu. Okay. Ja, die Treppe ist natürlich hier abgebrochen. Wie sollte es auch anders sein? Deswegen müssen wir den wahrscheinlich bewegen. So. Ich nehme erstmal meine ASE, um hier auszukundschaften. Ja. Notstromversorgung, da ist auch eine Batterie. Hier ist auch offen. Hier ist eine Steuerung. Tja, da sage ich nur Wasser und Strom. Das ist etwas, was sich ganz schlecht verträgt. Und ich sehe das ja hier schon wieder kommen. Dass wir hier das jetzt reinstecken und danach macht zzzz da unten. Siehst du? Habe ich gesagt, ne? So, dann werde ich mal nochmal unsere Drohne nehmen. Gucken, ob hier Systeme gesperrt. Bitte neu starten. Also wir müssen hier rüber. Das kann ich mit der Drohne nämlich nicht machen. So, und jetzt ist aber guter Rat teuer. Weil ich weiß ehrlich gesagt
nicht, wie ich das machen soll, darüber zu kommen, ohne gegrillt zu werden. Weil hier die Tür, die geht ja nicht auf. Das wäre ja auch zu einfach. Ich muss ja mit dem Ding, aber ich kann ja, wenn ich oben auf dem Teil draufstehe, kann ich ja nicht... Da kann ich das ja nicht bewegen. Wisst ihr, wie ich das meine? Jetzt stehe ich gerade mega auf dem Schlauch. Ich kann ja beide Treppen nicht benutzen, sowohl die als auch die nicht, ne? So, lass mal los. Das könnte... Boah. Das reicht so? Ey, no way, Alter. Nee, das würde nicht reichen. Das reicht locker. So, überspringen. Ah doch, ist das doch, das wird was, Leute, das wird was. Okay, ja, dann habe ich es ja doch noch gelöst gekriegt. Ich dachte schon, dass man sich das halt nur richtig hinstellen. So, perfekt. Wunderbar. So, dann wollen wir mal. Ja, dann starte mal neu. Neustart erfolgreich, Systeme nicht im Sollzustand, ja. Okay, Systeme nicht im Sollzustand. Das ist schlecht, würde ich mal sagen. Das Ding ist auch komplett kaputt jetzt. Hat das jetzt nachgelassen mit Blitz und Donner? Nee, jetzt ist es doch wieder... Aber eben war das doch... Okay, wenn sich das runterdreht, ne, das Blaue, wenn sich das reindreht, kann das sein. Nein. Oh, toll. Naja, es hat ja oben gespeichert. Es war mir so klar, dass das nicht reicht, ne? Ja, da kann ich nicht mit interagieren. Der ist kaputt, Junge. Ist das nicht begriffen? Weil das Ding ist, wenn ich da vorne... Ich weiß gar nicht mehr, ob da eine Leiter war, um ehrlich zu sein. Da... Das heißt, ich muss doch das Ding da hinschieben. Wie soll ich denn das in der Zeit machen? Das ist doch im Leben nix, Alter. Kann ich den... Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich kann den Strom nicht mehr... nicht mehr rausnehmen. Oder war das jetzt nur... Ah, okay, das war, weil einer von beiden da unten war. Dann würde ich das nämlich so machen. Ich würde mir das Ding jetzt da vorne hinschieben.
soll's. So, jetzt nochmal testen. Sollte hoffentlich funktionieren. Jetzt komme ich da ja nicht mehr hoch. Ach fuck, die scheiß Treppe war ja auch kaputt. Oh, ernsthaft jetzt? Ey, muss ich das mit so einem Stress hier durchschieben, den Scheiß, ey? Wie ich darauf keinen Bock hab, ne? Ich will es mir halt immer schön einfach machen, ne? Weil ich da keinen Bock drauf habe, so. Was? Was ist mit dir, Mann? Da reinstellen. Hallo, reinstellen, nicht fallen lassen. Was soll denn das? So, ja, dann müssen wir den Scheiß jetzt hier nochmal beobachten. Ja, wenigstens drehen die sich synchron. Nee, die drehen sich nicht synchron. Der rechte ist ein bisschen schneller als der linke. Oh, so. Okay. Jetzt sind wir hier. Ich muss hier, glaube ich, runter. Na, dann gucken wir mal. Ob es hier noch irgendwas gibt. Alles leer, ne? Was die hier alles gebunkert haben. Am Material, ey. So, na gut. Gibt's hier was? Okay, gibt's auf jeden Fall eine Sequenz. Irgendwas zum Scannen. Ah, guck mal hier, Tombau Unruhen. Einschienenbahn-Terminal. Das Terminal hat den ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar der Einschienenbahn erfasst. Ein aufgezeichneter Befehl zeigt, dass eine Einschienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde. Mit verheerender Auswirkung auf Teile des Gebiets. Wochen später zeichnete das Terminal zusätzliche und ungewöhnliche Aktivitäten auf. Na, guck mal, hier Datenwiederherstellung haben wir schon zwei. Das andere, das gucken wir uns auch gleich an. Oh, hier ist ja auch schon wieder. Was ist hier? Lager. Ja, da müssen wir dann bestimmt wieder mit der ASE arbeiten. Sind wir jetzt hier auf der anderen Seite? Ja, das ist... Oder? Was haben wir hier? Ah, okay, das haben wir... Nee, das ist was anderes. Also... die Phasen sind unterschiedlich. Warte mal, sind die gleich? Ja, das ist gleich, ne? Rückseite, Evakuierung 2. Planung von Outward verlangt, dass wir Copernicus Ausposten 1 jetzt verlassen. Kollateralschäden wurden wie befohlen behandelt, aber ein paar Opfer in den Crewquartieren sind nicht behoben. Bitte behandeln Sie diese mit Würde.
Sie hatten Besseres verdient. Outward. Wir treffen uns in der Copernicus-Mondzentrale. Evakuierungscrew 1. Ja, nett. Nett, wie sie das beschrieben haben. Das ist kaputt, oder? Nee, da kann ich auch rein. Ja, da muss ich mit der ASE denn reinfliegen. Das steht fest. Hier liegt auch noch ein Toter. Hier brauche ich Energie. Okay, dann haben wir uns soweit erstmal das angehört. Jetzt schauen wir uns das hier an. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da. Bleib da. Ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es ist... Sarah. Es ist für Kathy, okay? Sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei. Wir haben drei Archen für Outward konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah... Mit oder ohne MPT, unsere, Kathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Kathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Was? Der hat die abgestochen. Mit einem... Du musst das verstehen. Schraubendreher. Ich muss los. Nein. No way, Leute. Alter, was für eine Wendung. Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein. Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Oh, Sarah, was habe ich getan? Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Tut mir leid. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Was da? Nein. Sarah? Sarah? Es ist okay. Ist okay. Es tut mir so leid. So leid. Ja, Mensch, da waren sie sich uneins und... Naja. Das hier muss niemand sehen. Ja. Wir haben es aber gesehen. Ja. Oh. Hier fehlt wieder eins. Tja, da muss ich nochmal gucken. Ende der Reise, als Sarah zu Isaac zurückkehrt, erwischt sie ihn, wie er eine Einschienbahn mit Helium-3-Behältern belädt.
Fieberhaft argumentiert er, dass die Erde verloren sei und dass Helium-3 besser für Kathy verwendet werden könnte, die an Bord einer Arche ist, die MacArthur auf dem Mond zurückgelassen hat. Als ihre Auseinandersetzung den Höhepunkt erreicht, sticht Isaac auf Sarah ein. Trotz ihrer schweren Verletzung lenkt Sarah ihn ab und sichert das Helium-3 außerhalb seiner Reichweite, bevor sie zusammenbricht. Aufgezeichnet am 5. Oktober 2054, 12 Tage und 13 Stunden nach dem Blackout. Ja, okay, alles klar. Dann müssen wir aber nochmal zurück, weil bisher waren die Sachen immer chronologisch. Und ja, aber ich habe hier auch nichts gesehen, ne, was man hätte scannen können. Hier werden wir nachher mit dem Ding durchfahren, das ist ja offensichtlich. Das Dumme ist, ich kann da auch nicht wieder hoch. Oh, ist das blöd, ey. Da muss ich das wahrscheinlich wieder nachreichen, ne? Oh, das hasse ich ja sowas, ne? Es war bestimmt wieder irgend so ein dusseliger Scheißkram. So irgendwas Kleines oder so, was ich nicht gesehen habe. Die Ente habe ich auch nicht mehr wiedergefunden. Hier ist noch was. Pearson Raumstation, danke für die persönliche Malerei auf meinem Anzug. Ich liebe sie. Genieß meinen Teil der Vereinbarung. Es war nicht einfach zu finden. Sarah Baker. Das muss danach irgendwas gewesen sein. Irgendwas mit dieser Stromscheiße da. Irgendwas, da habe ich da irgendwas übersehen. Echt ärgerlich. Tja, muss ich es wieder nachreichen. Echt blöd. Naja, dann müssen wir jetzt hier anfangen. Hier ist zu, aber hier ist so eine Dings, da kann ich auch im Notfall was auftrennen. Hier unten ist nichts. Hier an der Seite, da komme ich ja nicht rein. Dann gehen wir erstmal auf der anderen Seite gucken. Was hier so abgeht. Ist die da jetzt nicht mit rausgekommen? Ist die da jetzt noch eingesperrt oder was? Ja, tatsächlich. Dämlich. So, okay. Na gut, wenn die Tür zufällt, fällt sie zu, ne? Wenn es da halt keinen Weg gibt, dann ist das halt so. So, hier haben wir diesen Zugang. Der führt uns hier in diesen Raum. Oh, geil, ich kann hier aufschließen. Das ist hier seitlich von uns. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Zelle. Die hole ich mal gleich als erstes raus. So. Dann gucken wir mal. Tja, man denkt bei solchen Spielen immer, ja, hier gibt es ja nicht viel. Ich kann hier nichts übersehen. Aber wenn das so eine dusseligen Kleinigkeiten sind, also im Sinne von so ganz kleine Sachen irgendwie, wo man dran vorbeirennt, gerade wenn man so wie mit dem Strom
sag ich mal, auch im Stress ist oder so, denn ja, den übersieht man das einfach, das ist so. Hier war doch noch was, ne? So, dann stecken wir die mal hier rein. Okay, jetzt ist hier offen. Ich nehme mal wieder meine ASE. Bleibt die da stehen? Ja, die bleibt da stehen. Dann nehme ich es mal einmal raus. Die Tür geht dann ja zu. Dann will ich mal... Nee, die Tür bleibt auf. Tür bleibt auf. Gut, ich könnte mit ihm dann da durchrennen, aber dann stehe ich ja vor verschlossen. Na, das macht ja keinen Sinn. Weil das Ding ist ja auch, selbst wenn ich ihn jetzt da platziere, ich kann mit der Drohne ja nicht hier die Versorgung da reinstecken. Das geht ja nicht so. Hier geht auch nichts auf. Das war ja der Raum. Was war hier nochmal? Hier war ja auch noch eine Energiezelle, ne? Scheint aber leer zu sein. Notfall auftrennen. Alles klar. Gut. Dann holen wir uns mal die. So, dann nehmen wir die mal mit. Stellen die hier rauf, in der Hoffnung, dass die schwer genug ist, um die Platte runterzudrücken. Jo, das sieht gut aus. Holen wir mal die leere raus hier. Wie gesagt, die ist ja eh leer. Die stellen wir dann hier rauf. Die volle nehmen wir mit. Kugeln wir da oben rein, in der Hoffnung, dass denn die Tür aufgeht. Im Notfall dann auftrennen und so, ne? Das haben wir ja gesehen. Also, dass ich das mit dem Raytracing da jetzt in der vorletzten Folge oder so erst, oder letzten Folge erst entdeckt habe. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das immer noch ankotzt. Weil mich das auch ungeheuerlich gestört hat, dass das immer so geruckelt hat. Ich hatte denn echt kurzzeitig überlegt, das Let's Play komplett neu aufzunehmen, aber das ist denn auch wieder so... Für mich ist das ja ein Blind hier. Ich habe das ja vorher noch nie gespielt. Und dann wäre es wieder so unauthentisch gewesen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ah, jetzt sind wir hier bei dem Helium... Bei dem Helium-3-Teil. Ja, das muss irgendeine Bewandtnis haben, dass man das hier auftrennen konnte. Und dann wäre es halt wieder, wenn ich es denn zum zweiten Mal, dann wäre es halt unauthentisch gewesen.
Dann hätte ich halt wieder... Dann hätte ich es halt zum zweiten Mal erlebt. Und es ist halt wie mit allem im Leben. Man kann immer alles nur einmal zum ersten Mal erleben. Das wäre halt wieder blöd gewesen. Denn deswegen habe ich mich dann auch natürlich ganz schnell dagegen entschieden. So, jetzt muss ich das aber nochmal realisieren. Also, das Ding brauchen wir, damit die Tür hier aufbleibt. Wenn ich das jetzt runternehme, dann geht die Tür zu. Dann kann ich mich aber raufstellen. Die Tür geht wieder auf, weil oben Strom drauf ist, kann er da durchfliegen. Und dann kommt er auch hier in den Raum. Das bringt mir insofern aber nichts, weil es hier nichts für die ASE gibt. Kein Schalter, irgendwas, bla. Hier ist die Tür aber auch auf. Hier muss aber Strom ausbleiben, damit ich mit ihm hier durch kann. Hier muss aber Strom rein, damit die Tür aufgeht. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich da oben mit der ASE durchfliegen kann? Weil ich habe hier für die ASE nichts, um da irgendwie was zu öffnen, einen Schalter oder so. Hier war das mit dem Lager, wo ich die Zelle gekriegt habe, die eine volle. Das heißt hier, das ist abgeschlossen, da gehe ich ganz stark von aus. Was bringt mir das denn, wenn ich da in den Raum reinfliegen kann? Hier ist auch nichts, wo ich was raufstellen kann. Na, bloß wenn der Strom angeht, dann ist auch das wieder an. Und das Ding geht auch nicht auf, glaube ich. Meine ich zu wissen. Tja, sorry Leute, ich stehe gerade wieder so ein bisschen auf dem Schlauch. Manche Sachen machen sofort Klick, weiß ich sofort Bescheid so. Kann ja mal hier rausziehen, dann geht die Tür zu. So, wo ist meine ASE? Also, die kann ich jetzt, warte mal. Guck mal erst. Ist hier in dem Raum noch. Na, ich nehme die mal mit, um nochmal zu sehen, was da passiert, wenn ich die da reinstecke. Gut, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, was mit der Tür hier vorne war. Ne, die ist nämlich zu. Und hier ist jetzt ja Strom drauf. Aber hier das Ding geht auch nicht auf. Oder ist hier jetzt irgendwie was? Ist bestimmt total einfach. Komm jetzt auch nicht drauf. Ist auch, ehrlich gesagt, gerade schon ziemlich spät. Nachts, um genau zu sein. Ich bin auch etwas übermüdet. Ich wollte aber unbedingt noch diese Aufnahme machen. Das war vielleicht doch nicht die klügste Idee. Weil mit der Drohne kann ich das Ding ja nicht verschieben.
Und ich komme aber an den Dingern auch nicht vorbei. Ach, guck mal. Oh, den habe ich übersehen. Ja, die kann da natürlich durchfliegen, ne? Okay, und wenn ich den jetzt wieder rausziehe, geht das denn trotzdem zu? Fliegen wir einmal kurz da ums Eck. Weil das Ding ist, ich kann das, nur ich kann diesen Transportwagen da beheben, also bewegen. Und da oben im Notfall auftrennen, da glaube ich, passe ich nicht durch. Ich meine, auf der Seite ist auch kein Schalter, ne? Nee, der ist nur... Der ist nur von der anderen Seite, sonst könnte man... Sonst hätte ich gesagt, macht man hier auf, geht oben rum, schiebt das Heliumteil hier durch. Aber dadurch, dass das Teil ja zufällt, und dann habe ich hier oben ja wieder keinen Strom. Wisst ihr? Ich komme ja jetzt dadurch die Tür nicht durch. Ne, sonst wäre ich oben rumgegangen, hätte es da reingeschoben, hätte das jetzt durchgeschoben, weil ich glaube, dem Helium ist das egal, wenn das unter Strom geht. Aber ich komme ja jetzt hier in die Tür nicht rein. Hier ist ja jetzt kein Strom drauf. Und wenn ich es hinten rausziehe, dann geht das Tor ja wieder zu. Nein, ich habe eine Idee, ich versuche mal was, weil da ist ja auch so ein Transportband. Mal sehen, vielleicht klappt das. Ich habe eine Idee. Mal sehen. Ich habe eine Idee, aber ob das klappt. 5 Minuten schon dran an dem Problem, schon wieder peinlich. Aber wie gesagt... naja, ist auch nur eine billige Ausrede, ne? Andere Gamer, die zocken auch nachts. Aber für mich ist das eher die Ausnahme. Als die Regel. So, jetzt will ich mal gucken, kann ich hier durch? Jawohl. Jetzt war meine Idee quasi. Das... Nanu, noch nicht loslassen, Mensch. So raufzuschieben. So. So, andere Seite. So. Genau. Und dann hier raufspringen. Geht das? Wird es gebacken? Ja, wir haben es, Leute. Wir haben es. So, dann nehmen wir den raus. Ja, und jetzt, wenn ich das nämlich da durchfahre, wie gesagt, dem Helium müsste das egal sein, wenn das durch den Strom fährt. Und dann fährt das Band ja und dann fährt er halt automatisch da durch. So sollte das klappen. So, jetzt muss ich hier nur noch die Schotte aufmachen. Jawohl, das klappt, Leute. Ah, geil! Doch noch was gerissen hier. Doch nicht ganz dumm. So, mal sehen, dass wir das Ding hier durchbuxiert kriegen. So. Transportiere das Helium 3 zum Reaktor. Wie sollen wir das denn jetzt machen?
Der Reaktor wird ja hier unten irgendwie sein. Aber dafür müsste ich die Einschienbahn hier durchsemmeln. Soll das da rein? Also, da kriege ich das nicht rüber geschoben hier. Sonst hätte ich es da reingestellt. In die Bahn. Und dann die Bahn abstürzen lassen. Kommt der ja auch nicht hoch. Ach ja. Da müsste man hier vorne, das wird ja nur noch von so einem komischen hochgeklappten Dingen, hier wird das noch gehalten, ne? Genau, ah ja, guck mal da oben. Das müsste man abtrennen. Aber wie mache ich denn das? Ernsthaft, ey, hängt auch echt an jeder Ecke, ne? Aber ich meine, kriege ich den wirklich nicht hier rumgeschoben? Wie bescheuert ist denn das? Dann wollte ich mit ihm dann da quasi raufspringen. So, genau, so hatte ich mir das gedacht. Okay, da kommen wir hier raus. Hier komme ich auch nicht. Ich hatte ja gedacht, ich kann da nochmal zurück. Weil mir ja der eine Audio-Log da noch fehlt. Also die kracht da jetzt runter. Das Helium gleich hinterher, habt ihr gesehen? Ja, und dann ist leider das Spiel abgestürzt. Das tut mir leid, ich werde beenden. Und ja, bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.